Als nächste Rednerin an Bord ist die Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser von der SPÖ. Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen, Zuhörerinnen auf der Galerie und vor den Fernsehgeräten. Lassen Sie mich vorweg sagen, dass ich tiefen Respekt habe vor der Rede, den Ansichten, den der Herr Abgeordnete Hoeinig als nicht nur Vertreter der Behinderten, sondern auch als Behinderter hier gesagt hat. Allerdings ist die Frage, und das ist nicht die Frage zwischen perfekt, sondern das ist die Frage zwischen schwerwiegend, lebensbedrohend, nicht gesund oder gesund oder dazwischen. Das ist die Frage, die wir uns bei der Zulassung der Präimplantationsdiagnostik zu stellen haben. Das ist nicht die Frage, die jede Schwangere, die auf natürlicher Weise schwanger geworden ist, heute schon kann. Nämlich sich im Rahmen einer Fruchtwasseruntersuchung darüber zu informieren, ist mein Kind oder wird mein Kind gesund oder nicht gesund geboren und dann entscheiden kann, schaffe ich das, schafft das meine Familie, möchte ich das? Und dem, dass ich ein Kind in vitro zeuge, das heißt, dass ich im Reagenzglas eine Eizelle und eine Samenzelle zusammentue und mir dann sage, möchte ich dieses Kind, schaffe ich das, kann ich das und ist dieses Kind schwerwiegend krank? Bei einem Schwangerschaftsabbruch kann ich mich, und ich sage, das ist gut so, jederzeit als Frau entscheiden, möchte ich die Schwangerschaft und möchte ich sie nicht. Bei einer Präimplantationsdiagnostik, und wir rechnen mit ca. 30 Fällen im Jahr, können wir unter genau den schwerwiegenden Einschränkungen, die im Gesetz stehen und die von vielen erläutert wurden, entscheiden, mache ich eine Präimplantationsdiagnostik, lasse ich diese überhaupt zu. Das heißt, dass wir hier etwas schaffen, dass eine Unterscheidung zwischen Werten und Unwerten leben, wie es von einigen gekommen ist, oder zwischen perfekt und nicht perfekt ist, das stimmt so nicht. Wir gestatten das Frauen, keine Schwangerschaft auf Probe einzugehen, in ganz eingeschränkten Fällen. Und nachdem der betroffene Vater das auch mit mir in einer Fernsehdiskussion gesagt hat, lassen Sie mich vielleicht ein Beispiel bringen, was heißt das? Ein Elternpaar, wo der Vater weiß, er ist Träger einer Erberkrankung, und zwar weiß er das, weil sein erstes Kind mit einer schwerwiegenden, für das Kind sehr schmerzhaften, dauerhaften Erkrankung zur Welt gekommen ist. Der Vater hatte in Österreich nicht die Möglichkeit, zu sagen, ja, ich möchte ein zweites Kind, kriege ich das auf natürlichem Weg, muss ich damit rechnen, dass ich meine Krankheit einem nächsten Kind weitergebe und dass ich für ein zweites Kind wieder nicht leichtfertiges, sondern wirklich schweres Leid verursache. Dieser Vater war gezwungen, ins Ausland zu gehen, dort eine künstliche Befruchtung mit einer Präimplantationsdiagnostik zu machen und ist jetzt Vater eines zweiten gesunden Kindes. Was ist daran verwerflich, dass ich nicht diesem Vater die Möglichkeit gebe, zu sagen, ich möchte ein zweites Kind, ich möchte meinem zweiten Kind Leid und Qual ersparen, dass ich das unter sehr, sehr strengen Regeln hier in Österreich machen kann. Deswegen freue ich mich, und ich glaube, die Abgeordnete Musiol war die Erste, die es gesagt hat, sie freut sich sehr, dass wir dieses Gesetz hier heute verabschieden. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gesetz heute hier verabschieden, aus diesem einen Grund. Nämlich, dass wir nicht sagen, nicht bei uns in Österreich, geht woanders hin, sondern dass wir in Österreich unter sehr, 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 sehr strengen Kriterien bei weiterhin verbotener Präimplantationsdiagnostik zugelassen, außer in einigen sehr schwerwiegenden Fällen, dass wir hier mit einem strengen Reglement das zulassen. Der zweite Grund, warum ich mich sehr freue, ist, dass Frauen wie dasjenige Pärchen, das eigentlich dieses Gesetz zu Fall gebracht hat und wo ich sie auch oben auf der Galerie sehe, weil ich sie auch aus einer Fernsehdiskussion kenne, dass Frauen gleichgeschlechtliche Partnerschaften hier in Österreich ganz legal eine Samenspende empfangen können. Und viele, die hier vom Kindeswohl reden, bitte, was kann es Besseres geben, als wenn ich schon sage, ich möchte ein Kind mit einer Samenspende, dass es klar ist, von wem ist das, nämlich registriert klar ist, und dass dieses Kind später einmal das Anrecht hat, zu erfahren, wer sein Vater ist. Was war bis jetzt? Bis jetzt haben verantwortungsvolle Paare, die sich eine Samenspende entweder im Ausland besorgt haben, bei Freunden besorgt haben, natürlich ihre Kinder darüber aufgeklärt, wer ist dein Vater und wie bist du zustande gekommen.
Aber wenn das nicht so wäre, hat dieses Kind nicht einmal die Chance, jemals über ein Register, über irgendetwas zu erfahren, wer ist mein Vater und wo komme ich her? Wir regeln das hier in Österreich auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Und diejenigen, die uns am Bildschirm zuhören, waren ja nicht dabei in der Diskussion, die wir im Gesundheitsausschuss auch geführt haben. Es waren fast 5 Stunden Diskussion, die sich auf einem sehr, 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 sehr guten, sehr kontroversiellen Niveau abgespielt haben. Das heißt, wir haben einerseits sehr lange im Gesundheitsausschuss diskutiert, andererseits weiß ich, und das war bereits vor meiner Zeit, wo ich politisch hier in diesem Haus tätig war, seit 2004 in der Bioethikkommission, immer wieder die Frage gestellt bekommen, wie bitte passen wir das Fortpflanzungsmedizingesetz aus Österreich den Standards an, die wir im Umfeld haben. Es ist uns jetzt gelungen, ich bedanke mich sehr herzlich für die sehr klare Diskussion auch im Gesundheitsausschuss bei allen Fraktionen. Ich bedanke mich bei den Koalitionspartner. Ich weiß, dass das nicht einfach war zu diskutieren. Ich weiß, dass viele Gespräche geführt wurden. Ich weiß, dass die Diskussion sehr kontroversiell gelaufen ist. Ich bedanke mich bei den Grünen und ich bedanke mich bei den NEOS für den wirklich sehr konstruktiven Dialog und für die Frage auch, wie können wir dieses Gesetz noch verbessern und wie können wir noch weiter tun. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich nicht am Ende sein werden eines Prozesses, der uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich begleiten wird. Ich hoffe, dass wir ihn weiterhin in so guter gemeinsamer Art und Weise zum Wohle der in Österreich lebenden Menschen und der hoffentlich gesunden Kinder oder nicht perfekten Kinder oder perfekten Kinder für Eltern sind, Kinder immer perfekt, die auf diese Welt kommen werden. Und ich hoffe, dass wir dieses Gesetz ordentlich nützen. Dankeschön. Das, was im Ausland bereits möglich sei, unter noch schärferen Regeln auch in Österreich zu erlauben, sei im Sinne der Menschen mit Kinderwunsch, betont Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser von der SPÖ. Zudem stelle man auch sicher, dass das Recht der Kinder, die durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden, auf Informationen darüber, wer ihre tatsächlichen Eltern sind, gewährleistet werde.